Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren VGM-Challenge. In dieser Challenge geht es darum, den Spielnamen, den Ort, wo das Lied vorkommt, den Namen des Liedes und als Bonuspunkt noch das Genre des Liedes zu erraten, während das gespielt wird. Die heutige Challenge kommt von Marboy, ihr könnt mitraten. Viel Spaß. So, das klingt auf jeden Fall schon mal wie Crash, also Crash Bandicoot. Wo genau, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein Jump'n'Run. Was war noch Name des Liedes? Ja, in irgendeiner Welt wird es auf jeden Fall gespielt und der Name des Liedes ist In the Jungle Fever Diva oder so. Auf jeden Fall Crash Bandicoot. Aber da gibt es auch mehr Teile, ne? Es gibt halt nur einen halben Punkt, wenn man nur die Spielereihe hat. Also die, glaube ich, habe ich auf jeden Fall. Und einen ganzen Punkt, wenn man den richtigen Titel sagt. Ich bin mir fast sicher, das kommt in jedem Teil vor, aber ich sag mal Crash Bandicoot 3, weil in 3 gibt es, glaube ich, alle, oder? Alle Titel auch von den vorherigen. Ich glaube, damit bin ich auf der sicheren Seite. Ich sag Crash Bandicoot 3 und den Rest, den ich gesagt habe. Das ist sehr, sehr leise. Und ist Minecraft. Ja, Minecraft. Keine Ahnung, wie der Songname ist. Auch einfach Minecraft Theme Song oder so. Theme Song, Minecraft. Kein Plan. Ich glaube, das kommt irgendwann random in der Overworld, oder? Dafür muss man nicht irgendwo drin sein. Oder kommt das im Haus? Das kann auch sein. Ich sag mal, es kommt random irgendwann, wenn man überhaupt irgendwie spielt. Ja, was ist Minecraft? Ein Sandbox, Open World, bau dir deine Sachen, Spiel. Klötzchen und so. Nachdem ich das beim ersten Mal schon nicht erkannt hatte, irgendwann habe ich Minecraft noch nicht erkannt. Da war das aber nicht dieses Lied, oder? Okay, das ist Mario. Und zwar in einem Schloss. Okay, ich weiß jetzt nicht, was für ein Mario. Deswegen sage ich einfach Mario Maker 2. Ich mach's mir ganz einfach. Das ist das Schloss-Theme. Ist ein Jump'n'Run. Und wird in einem Schloss-Level gespielt. Das ist ja easy. Vor allem, wenn man so viel Mario Maker wie ich in letzter Zeit spielt. Ja, schon tausendmal gehört. Go, go, weiter hier. Darf man eigentlich auch überspringen? Darf ich jetzt vorspulen, wenn das so einfach war? Sonst muss ich jetzt halt die ganze Zeit wieder warten. Geh ich halt auf Instagram. Ach Leute, hier Instagram und Twitter. Bilder von meiner Katze, falls ihr sie sehen wollt. Ich habe ja jetzt eine neue Katze. Nur so, am Rande. Und das vierte Bild bei Instagram ist sogar ein Video. Das haben die Twitter-Leute zum Beispiel nicht gesehen. Nur so. Links dazu in der Videobeschreibung. So. Okay. Das ist mal was, was man nicht auf den ersten Blick erkennt. Es klingt aber auf dem ersten Hör, klingt das wie irgendwas im Weltraum. So Interstellar-mäßig. Habe ich auch neulich geguckt. Ein sehr guter Film, Leute. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Mit Matt Damon und anderen tollen Schauspielern. War auf jeden Fall recht cool. Ja, aber da es ja hier um Spiele geht, gibt es ein Interstellar-Spiel? Okay, ich sag jetzt einfach mal, es ist EVE Online. Wird garantiert nicht stimmen, weil das hier zu heftig ist für EVE Online, glaube ich. Irgendwo im Universum. Songtitel In the Universe. Könnte aber auch ein RTS sein. Weiß ich nicht. Open World RTS. Gedöns. Das ist schon wieder Mario. Okay, ich könnte jetzt auch wieder sagen Mario Maker 2, weil da gibt's das auch. Als N64-Theme. Aber ich sag mal ganz genau, es ist Mario 64, ist natürlich auf der Eisrutsche bei den Pinguinen. Dass das noch keiner genommen hatte bei dieser Challenge, finde ich komisch. Ja, ist auch wieder ein Jump'n'Run und ist halt das Slide-Theme, ne? Das gibt's auch bei Mario Maker und das machen immer alle rein, wenn sie so ein Slide-Ding haben. Deswegen sage ich mal, es heißt auch einfach nur Slide. Kann ja sein. Oder Pinguin-Slide? Pinguin-Slide-Theme-Song. Ich muss mir mal wirklich irgendwann angucken, wie die Mario-Leute ihre Titel benannt haben. Ich sag mal Pinguin Slide. Okay, Leute, gebt jetzt euren Tipp ab, wie viel Mario noch in dieser Challenge drankommt. Das ist jetzt schon Titel 2. Von 10 oder 11 oder 12. Je nachdem, wie er geschnitten hat. Aber auch ein sehr schönes Lied. Spielt dort immer wieder gerne zu. Das war auch meine Lieblingsmap damals bei Mario 64. Ich habe diese Map 100.000 Mal gespielt. Hab ich schon gesagt, wo sie kommt, bei diesem Pinguin-Slide halt, ne? Ich hoffe, er will nicht die Welt wissen, weil die weiß ich nicht. Das ist halt diese Frostwelt, wo man mit dem Baby-Pinguin um die Wette sliden muss. Und dann hat man den Pinguin am Ende und bringt ihn zu seiner Pinguin-Mutter. Pinguin, Pinguin, Pinguin. Aber Pinguine sind scheiße, by the way. Ich hasse Pinguine. Seit Songbird-Symphonie sind Pinguine kacke. Die sind für mich gestorben. Aber das Lied ist trotzdem cool. Und nächstes Lied.
Okay. Sehr techno. Techno-Rejab. Techno-Rejab. Kenn ich, glaube ich, aber auch. Jetzt, warte. Okay, das klingt wie... So. Oh, das ist Terraria. Ja, lell. Bei dem Auge da. Wie heißt denn das Auge nochmal? Keine Ahnung, aber bei diesen Augen-Bossfight kommt das, glaube ich. Terraria ist auf jeden Fall auch so ein Open-World-Pixel-Gedöns-Ding. RPG-Krams. Ja, und ich sag mal, also entweder es heißt Boss-Theme oder halt wie dieses Auge heißt. Aber wie hieß denn das? Ich weiß, dass es irgendeinen Namen hatte. Aber ich weiß gerade nicht, wie der genau hieß. I-Theme. Nein, ich sag Boss-Theme und das, was ich sonst gesagt habe, ist auf jeden Fall bei dem Augenboss. Vielleicht auch noch bei mehreren Bossen, aber bei dem Augenboss, das ist eigentlich so der erste Boss, den man besiegt hat. Okay, wieder ein bisschen düsterer. Beziehungsweise, okay, das klingt nach einem RPG. Irgendwas trauriges, düsteres. Vielleicht auch ein bisschen episch. Könnte ein Intro sein. Intro-RPG. Heißt The Rain. Okay, jetzt vielleicht doch nicht mehr. Jetzt kommen wir die 70er Vibes. Ja, auf jeden Fall ein RPG, oder? Irgendwas mit Schwertern und so. Ich sag mal Fire Emblem. Whatever. Wird garantiert irgend so ein RPG-Maker-Spiel sein oder so. Ich glaube, dazu passt das ganz gut. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Spiel sein könnte. Mit RPG-Maker-Spielen kenne ich mich halt null aus. To the Moon. In the Moon. Die Schaufel des Verderbens oder so. Die haben doch immer so komische Namen. Wieder ein neues Lied. Ja, klingt auch wieder mittelalterlich. Deswegen sage ich auch wieder RPG. Title Theme Song. Auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Fantasy-mäßig, Fantasy-RPG, könnte in Richtung Final Fantasy gehen, die alten Teile, so Advance Wars oder so, nee, klingt jetzt eher wie Star Wars, das ist aber doch kein Star Wars, oder? Ich glaube, Star Wars werde ich erkennen, aber mit diesen, oh, sehr episch aber auch, shit, das muss man bestimmt kennen, hat Star Wars so einen Chorgesang? Bin mir nicht sicher, ich sag mal Star Wars, irgendeinen Bossfight, Star Wars The Old Republic. Ist ein RPG-Kampfspiel. Könnte natürlich auch wieder Herr der Ringe sein, aber das sind immer die ersten Sachen, an die ich denke und deswegen ist es hundertprozentig falsch. Ist das jetzt ein neues Lied? Nee. Da war eben noch so ein... Dann war das aber Zelda, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. So, wieder so ruhig. Okay, also zum Ende hin wird es hier auf jeden Fall schwerer. Die ersten waren sehr viel einfacher mit Mario und Crash Bandicoot und Minecraft. Alles klar. Bass Drop. Okay, das ist auf jeden Fall... Ja, ja, wie heißt denn das? Mit... Wo die in diese Träume reingehen und Sachen machen. Shit. Mit dem Kreisel und so. Inception. Das ist Inception the Game. Und der Titel... Das ist der Title Song. Und der kommt, wenn da diese Wand hochklappt. Ja, ja. Und das ist natürlich ein Adventure-Game. Ganz klar. Weil dieses... Das darf doch nur... der sein. Das ist jetzt schon ein neues Lied? Hallo, bist du ein neues Lied? Oder bist du etwa dasselbe Lied von eben? Ich weiß nicht so genau. Okay, Gitarre. Kommt noch... Oh, okay, danke. Ja. Schöner Drumflow. Keine Ahnung. Kann auch wieder alles sein. Das ist doch nicht... Keine Ahnung, ich weiß nicht mal das Genre für so ein Spiel. Ich denke mal, der Marboy ist nicht so ein japanischer Dude. Sonst könnte das vielleicht von der Yakuza-Reihe oder sowas sein. Ich sag mal, Yakuza-Reihe ist ein... RPG, Open World, Fighter-Spiel. Jetzt eher nicht mehr. Aber ich bleib dabei. Kommt, während man in der Stadt rumläuft. Mhm. Und heißt
in the City. Das ist wieder Mario. Und Leute, wer hat gesagt, dass dreimal Mario hier drankommt? Vielleicht kommt noch ein viertes Mal, wenn das nicht das letzte Lied ist. Okay, es ist auf jeden Fall Mario Sunshine. Aber da ich nicht genau weiß, was in Mario Sunshine vorkommt, sage ich einfach Mario Maker 2 nochmal. Weil ich ein schlauer Bursche bin. Denn das gibt's ja auch, das ist der GameCube Soundeffekter. Und der kommt, wenn man es aktiviert. Ich glaube, das kann man sogar aktivieren, wenn man nur gegen einen Block oder sowas gegenknallt. Das kann man überall aktivieren, wenn man drüber läuft, wenn man auf den Knopf drauf drückt. Ja, gibt's auf jeden Fall den Mario Maker 2. Ist ein Jump'n'Run. Auf jeden Fall. So, Lied des Titels. Ist das nicht diese Plaza? Diese. Die. Delfin? Delfin-Plaza? Ich glaube, das hieß anders. Delfin. Dolphin-Plaza? Delfin? Ich glaube, irgendwie sowas. Das gab es aber auch, glaube ich, bei Mario Kart auf dem DS. War das das letzte? Ja, eins kommt noch. Alles klar. Dreimal Mario, ey. Was ist denn bei dir kaputt, Marboy? So, das kann auch wieder Final Fantasy sein. Die haben ja gerne mal so Piano-Dinger drin. Castlevania kommt mir in den Sinn. Weil das so ein bisschen... Oder Luigi's Mansion. Boah, ich habe das Gefühl, dass das mir auch bekannt sein müsste. Ja. Ich sag mal, es ist in einem Haus erstmal. Vielleicht in einem Spukhaus. Es passt nicht wirklich zu Luigi's Mansion, aber da mir gerade nichts anderes einfällt, sage ich Luigi's Mansion. Ist ein, keine Ahnung, Spiel, Horrorspiel, sag ich. Und das Lied heißt Ghosty. Ich habe das Gefühl, das müsste mir bekannt sein, aber passt schon. Ja, okay, und das war das letzte Lied. Ging schneller vorbei, als ich dachte. Dreimal Mario, finde ich witzig. Wie fandet ihr hier dieses Hintergrundgedöns? Ich fand das ganz hübsch. Ja, könnt ihr mal sagen, wo ihr denkt, wo ich richtig und falsch gelegen habe. Dieses Auflösungsvideo von Marboy findet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung oder als Kommentar unten verlinkt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr Spaß hattet, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.